Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir aus Kirchheim und der Tech, Margarete Elsner von der Aurens GmbH. Der letzte Tag vom Wochenende, ich hoffe, Ihnen allen geht's gut. Sie sind gesund und munter. Die erste Folie, wir sind Aurens. Wer ist Aurens? Die Firma Aurens ist jetzt seit 40 Jahren auf dem Markt. Nächstes Jahr haben wir das 40-jährige Jubiläum. Angefangen haben wir mit der klassischen Gesprächsdatenerfassung. Viele unserer Partner kennen uns auch noch aus dem Bereich, haben uns aber mittlerweile darauf spezialisiert, Analysen zu machen. Wir sind eine Truppe von circa 20 Menschen. Kirchheim unter Tech ist unser Headquarter, haben natürlich auch Homeoffice-Arbeitsplätze. Entwicklung bei uns im Haus, der Support ist bei uns im Haus. Ein inhabergeführtes Unternehmen, kurze Entscheidungswege und dankenswerterweise Technologiepartner von Innovafon. An der Stelle an die Kollegen ein ganz herzliches Dankeschön für die Organisation des Webinars und die tollen Veranstaltungen und dass ihr uns da immer so ganz lieb bedenkt. Ich freue mich nachher im Anschluss auf Ihre Fragen. Kommen Sie gerne auf mich zu, per Chat, so wie es der Johannes gerade gesagt hat. Herr Zettler. Was haben ein Head-Up-Display und die UC Analytics gemeinsam? Irgendwie gar nichts, ne? Doch. Die Tatsache ist, wenn man als Endkunde den Nutzen nicht kennt, wird man nicht nach Analysen fragen. Das ist ganz oft so, dass unsere Partner sagen, naja, wenn der Kunde nach Analysen fragt, seid ihr immer mit dabei. Aber der Kunde fragt nicht. Genau deshalb. Ich sage das immer an so einem schönen Beispiel von mir aus meinem echten Leben. Ich habe, als ich einen neuen Dienstwagen bekommen habe, habe ich natürlich ein Probefahrzeug bekommen. Ich wusste, welches Modell ich will, welche Farbe. Bei mir ist immer eine Sitzheizung mit drin und ein Navi brauche ich schon auch. So, jetzt habe ich ein Probefahrzeug bekommen ohne Head-Up-Display. Ich bin so ein Ding, ich habe das nie gehabt. Ich kenne den Nutzen nicht. Natürlich habe ich auch jetzt keins drin. Hätte mir aber der Autoverkäufer einen Probewagen hingestellt mit Head-Up-Display, gehe ich davon aus, ich hätte das mit Sicherheit haben wollen. So ist es mit den Analysen auch. Viele wissen gar nicht, dass es sowas gibt oder dass das irgendwie mit der Anlage verbandelt ist. Oder aber die andere Variante, sie gehen davon aus, sie kaufen sich eine tolle neue, schaffen eine neue Telefonanlage an oder machen ein Upgrade auf ihre schöne Anlage, gehen davon aus, da ist irgendwie, sind da Analysen möglich. Wie schön die Analysen sein sollen, wie die genau aussehen sollen, hat auch nicht wirklich jemand eine Idee. Worauf will ich raus an der Stelle? Es muss angesprochen werden. Von uns als Partner, Hersteller, wir müssen dem Kunden sagen, da gibt es Möglichkeiten, Analysen zu fahren mit eurer Innovafon-Anlage, mit dem Cashle. Und da unterstützen wir euch natürlich. Das heißt an alle Partner und Endkunden, die heute im Webinar teilnehmen, der Johannes wird meine Kontaktdaten nachher weitergeben mit meiner Erlaubnis und dann sprecht mich bitte drauf an, wenn ihr einen Präsentationstermin wünscht. Bitte immer über den Partner, der die Anlage eingerichtet hat, denn die sind für uns ganz wichtig. Die machen mit uns die Termine, die sind bei den Terminen dabei, wenn sie Zeit haben und dann dürfen sie sich das dann auch mal anschauen bei uns am System. Ich habe jetzt vorhin gehört, ich bekomme bald ein echtes Live-System von der Innovafon. Freue mich da auch riesig drauf. Dann kann ich das an der Innovafon auch zeigen. Dann sieht es auch richtig toll aus. Habe aber ein paar Folien schon mitgebracht dazu. Wie gesagt, kommt auf mich zu, wenn ihr eine Präsentation mal haben wollt. Fragen habt, dann auch noch mal nachgängig. Übernächste Woche bin ich wieder erreichbar. Warum sollte man UC Analytics und Aurens einsetzen? Es gibt ja ganz viele Endkunden. Vielleicht ist da jemand auch dabei, der sagt, naja, ich habe mir da irgendwie so ein paar Datenzahlen gebastelt mit einer Excel-Tabelle. So ein bisschen können wir ja sehen, was da los ist auf der Anlage. Funktioniert schon. Die Firma Aurens, wie gesagt, wir sind jetzt dann nächstes Jahr 40 Jahre alt und wir überzeugen seit 40 Jahren mit einem Produkt, das in der Qualität und Nachhaltigkeit auch und in der Leistung überzeugt. Wir entwickeln unsere Produkte selber, passen die an auf die Wünsche am Markt, auf die Wünsche von unserem TK-Anlagenhersteller, um da bestmöglich die Kunden zu unterstützen.
Für euch als Partner ist es immer wichtig, auch nochmal einen Angang zu haben, dem Kunden nochmal einen Mehrwert anzubieten und dadurch gemeinsam für den Kunden auch dem die Möglichkeit zu geben, mehr Umsatz zu machen. Warum? Denn wenn ich weiß, wo meine Gespräche verloren gehen bei mir im Haus, auf der Telefonanlage, liegt es daran, dass die Call-Routings nicht richtig eingestellt sind? Liegt es vielleicht daran, dass die Abwürfe zu schnell oder zu langsam generiert werden? Da habe ich Möglichkeiten nachzusteuern. Und wenn man mal bei Kunden nachfragt, was kostet ein verlorener Anruf? Lassen Sie das mal auf sich wirken. Was kostet ein verlorener Anruf? Wir haben da mal nachgefragt bei einem Premium-Hersteller von Autos. Die haben gesagt, zwischen 600 und 800 Euro für einen Servicetermin. Nun, jetzt gehen wir mal davon aus, es gibt mehrere Premium-Hersteller von der gleichen Marke. Unserer hat tatsächlich 4 Fahrzeuge in einem Jahr verloren. Also nicht nur das Leasing, sondern dann auch jeweils 3 Jahre Service. Warum? Die waren nicht erreichbar, haben deshalb auch keine Angebote erstellt. Dann haben wir die Autos, also ich bin umgestiegen auf ein anderes Auto, auf eine andere Firma und auch meine Kollegen. Dann ist es mehr wie 600 bis 800 Euro. Wir haben viele Kunden, die sagen, naja, 600 Euro, 700 Euro ist es nicht, 120 Euro. Und wenn man dann weiß, wie viel Calls man verliert, dann rechnen Sie sich das mal hoch. Das heißt, Sie generieren für Ihren Kunden zusätzlichen Umsatz, denn wenn er besser erreichbar ist, geht sein Kunde nicht zum Marktbegleiter. Ne? Sie positionieren sich auch nochmal ganz anders als Spezialist rund um die Kommunikation. Und auch unsere Kunden selber, unsere Endkunden selber, haben nochmal ein ganz anderes Standing, wenn die sagen können, ja, ich sehe es, Sie haben 5-mal angerufen. Mein Kollege hat sie auch probiert, 3-mal zurückzurufen. Kleiner Tipp, lassen Sie es länger wie 3-mal klingeln. Dann geht auch jemand dran. Wäre auch nochmal so eine Option, dann merkt der Kunde auch, die wissen da schon, was los ist, die sind kompetent, da ist die Erreichbarkeit ein wichtiges Thema. Ich habe heute mal noch 2 Use Cases mitgebracht. Das eine war ein POC zu einer großen Ausschreibung bei einem Autohaus an der Innovafon. Autohäuser haben wir gerade ganz viele, denn wie gesagt, Premiumfahrzeuge, da hat man schnell mal gewechselt. Entschuldigen Sie bitte das Räuspern. Ich bin ein bisschen angeschlagen, aber das bekommen wir hin. Bei diesem Autohaus ging es tatsächlich darum, zum einen Pickup-Calls zu erkennen und die auszuwerten. Und zum anderen war es so, dass wir neben der Erreichbarkeit, durch die Messung der Erreichbarkeit, einen Fehler festgestellt haben im System. Da waren Abwürfe auf dem Callcenter. Man sieht das hier in der Sammelgruppenperformance. Dieser dicke rote Balken in der ersten Grafik, das war quasi als Sammelgruppe angelegt. Das kann nicht sein zu dieser Tageszeit. So viel Abwürfe auf dieses Callcenter, auf dieses externe kann nicht sein, denn die dürfen erst nach 18 Uhr generiert werden. Der Hintergrund war, dass dieses Autohaus nach der Arbeitszeit ihre Calls an ein Callcenter weitergegeben haben. Das heißt, die wurden weitergeleitet. Jetzt ist es so gewesen, dass untertags die Calls weitergeleitet wurden und haben die gesagt, es geht nicht. Kostet ja auch eine Menge Geld. Sobald das Callcenter dieses Gespräch annimmt, kostet das. Dann ist man in die Rohdaten gegangen. Man hat sich das alles nochmal angeschaut. Man hat sich die Konfiguration der Telefonanlage angeschaut und hat dann festgestellt, was ist da passiert bei denen? Da war kein Ton. Da kam keine Ansage. Die ist ausgefallen. Was passiert? Sie rufen im Autohaus an, vermutlich mit ihrem Handy vom Arbeitsplatz aus, möchten einen Termin buchen für einen Service oder eine Probefahrt etc. pp. Es tutet nichts, spricht keiner zu Ihnen, nichts, Stille war's. Sie schalten auf Auflegen, denken, naja, vielleicht ist mit meiner Verbindung irgendwas nicht, schütteln einmal das Handy, drücken nochmal drauf, Wahlwiederholung, Wahlwiederholung. Naja, und jeder dieser Calls wurde an dieses Callcenter weitergeleitet. Ja, holla die Waldfee. Und das hat man festgestellt, die Ansage sprang nicht an. Und das hätte man nie bemerkt, wenn man nicht diese Auswertungen gefahren hätte. Also man kann dadurch auch Fehler finden oder Fehler in der
in den Prozessen. Bei einem anderen Kunden war es so, tatsächlich auch das Thema externes Callcenter. Die Mitarbeiter, die sind nicht ran, die haben gedacht, geht ja ans Callcenter. Haben das weiterleiten lassen, haben dann vom Callcenter entsprechend die Rückrufbitte bekommen mit dem Thema dazu, eine schöne E-Mail vorgefertigt. War nicht im Sinne des Erfinders, sprich des Geschäftsführers. Dann konnte man eben die Prozesse abändern und da entsprechend weiter unterstützen. Und natürlich eine Menge Geld sparen, ne? In der heutigen Zeit ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ein anderer Kunde war ein Bierbrauer. Die haben tatsächlich die Not gehabt, dass die gesagt haben, wir verlieren zu viele Calls. Unsere Sammelgruppen wissen wir nicht, wie sind die besetzt und kann man denn irgendwie auch was machen? Wie sehe ich denn, ob unsere Kunden auch zurückgerufen werden? Der Klassiker, wenn der Kunde anruft und sagt, endlich kriege ich hier mal jemand ans Telefon. Bei euch geht ja nie einer ran. Ihr habt es ja wohl auch nicht mehr nötig. Ganz doof. Und der Geschäftsführer sagt, ja, rufen wir hier zurück oder was ist hier los? Und das hat man natürlich über ein Anrufjournal gelöst mit unserer Lösung. Denn in unserer gesamten Lösung für die Innovafon ist ein Anrufjournal für die Sammelgruppen mit drin. Das nennt sich Dynamic Teams, ist in My Apps eingebettet. Da gibt es auch eine App. Wie genau das funktioniert, können die Kollegen von der Innovafon dann auch erklären. Da gibt es dann auch bestimmte Vorgänge, wie man das einrichtet und so weiter. Hier sehen Sie gerade mal ein Beispiel auf dem Bildschirm, wie sowas aussehen kann. Sie sehen hier eben in grün, die Calls sind angenommen worden. Der rote Call, entweder drücken Sie auf die Nummer drauf im Journal innerhalb der Sammelgruppe, rufen zurück, dann wird der gelb, der Call. Und hinten dran, Sie sehen das unten rechts, Petra Weikamp, Heiko Elholms, Kollegen von mir, die haben den Call sich geholt, bearbeitet und so weiter. Das Schöne ist, jeder innerhalb der Sammelgruppe, der da angemeldet ist, kann diesen Call sehen. Heißt, auch die Gruppenmitglieder rufen nicht zwei- oder dreimal zurück beim Kunden, wirkt irgendwie auch immer ein bisschen schräg, sondern es wird einmal zurückgerufen. Und man sieht, haben wir zurückgerufen oder nicht? Ist da noch was zu tun? Und natürlich nicht nur heute, sondern auch gestern oder letzte Woche. Können wir das nochmal nachvollziehen und entsprechend die Calls nachbearbeiten. In Homeoffice-Zeiten, was uns ja bleibt zum Glück, ist es so, dass ganz viele Mitarbeiter in den Homeoffices sitzen. Auch Mitarbeiter, die hier, Sie sehen es hier, der dritte Call von oben, die Tür. Ja, wenn da keiner aufmacht und die Post steht unten, will ein Päckchen abgeben, ist auch doof. So kann man eben entsprechend sich zuschalten und die Erreichbarkeit in den Sammelgruppen einfach auch garantieren. Das andere Feature, was die genutzt haben, ist eben die Möglichkeit, sich selber in Gruppen ein- und auszubuchen. Wir haben das hier mal dargestellt und das sieht im Live-Betrieb genauso aus. Ich kann mich einfach einbuchen in die Gruppe. Entweder in alle Sammelgruppen, in denen ich Mitglied bin, kann ich mich einbuchen oder in einzelne Gruppen. Ich kann mich beispielsweise auch nur in die Tür einwählen. Macht aber nur Sinn, wenn ich im Büro bin, nicht im Homeoffice, weil ich die Tür oben dann vielleicht auch physikalisch öffnen muss und sollte ja auch jemand da sein, der das Paket entgegennimmt. Ja, und man sieht eben auch den Präsenzstatus, den Verfügbarkeitsstatus der Kollegen, sodass ich weiß, hier in dem Beispiel der Jörg Hauser, der ist zwar eingewählt in die Gruppe, aber der ist auf abwesend gestellt. Der ist gar nicht verfügbar. Wenn ich jetzt ein Krönchen habe, wie hier im Beispiel der Heiko Elholm, sehe ich das und buche ihn einfach aus der Gruppe wieder aus und buche vielleicht den Stefan Fischer ein in die Gruppe. Der ist auch verfügbar gestellt. Dann kann ich den ganz einfach einbuchen. Also wir gehen mittlerweile weg von, ich gucke nur, ob die Gruppen in den Analysen verfügbar sind oder nicht, hin zu, ich kann auch was dagegen unternehmen, glücklicherweise. Nicht nur direkt am Client kann ich das tun, sondern der Supervisor hat hier ein Dashboard. Da kann er Mitarbeiter in Sammelgruppen ein- und ausbuchen per Drag and Drop. Auch wenn die gar nicht ursprünglich in der Gruppe drin sind. Ne? Der kann die
einfach nehmen und zack, ich sehe, die Gruppe Support hier in dem Beispiel ist auf Rot. Da ist keiner, der telefonieren kann, keiner angemeldet. Dann buche ich einfach einen Mitarbeiter per Drag and Drop ein. Ganz gut auch bei Filialgeschäft, ne? Wenn ich sehe, okay, bei der einen oder abteilungsübergreifend kann ich Mitarbeiter rein und raus buchen, um eben in den einzelnen Sammelgruppen die Erreichbarkeit wiederherzustellen. Das Ganze kann man auch automatisiert machen, dass man sagt, sobald der Status auf gelb ist von der Sammelgruppe, also nur einer telefonieren kann, buche automatisch den nächsten verfügbaren Mitarbeiter in das System ein. Das ist das Feature, das bei den meisten Kunden nicht nur eben hier bei dem Bierbrauer, sondern eben bei ganz vielen Kunden ankommt, weil ich aktiv was machen kann dagegen, wenn mein Team nicht erreichbar ist. Finde ich persönlich immer eine ganz gute Geschichte. Weiß nicht, wie Sie das sehen. Freue mich da gleich auch auf Feedback und ganz viele Fragen. Ich habe den Text bewusst mal drin gelassen, weil das, was ich spreche, es wird jetzt aufgenommen, Gott sei Dank, aber na, wenn man es dann noch mal so ein bisschen sieht, noch ein bisschen ein Reminderle dazu hat, ist es ja auch viel schöner. Als Ausblick, es wird Microsoft Teams-Auswertungen geben von unserer Seite. Da geht es weniger um die Erreichbarkeit, als darum zu sehen, wie viel Zeit verbringen wir in Teams-Calls, Video-Calls oder Konferenzen. Und wie viele Mitarbeiter waren wie lang in welchen Konferenzen drin und natürlich dann auch wieder die Zeitverläufe. An welchen Wochentagen haben wir vielleicht besonders viele Videokonferenzen? Es gibt tatsächlich Firmen, die beschränken die Dauer einer Videokonferenz auf 50 Minuten, weil die sagen, da ist das meiste gesagt, länger darf das Ding nicht dauern. Damit die Mitarbeiter eben auch noch Angebote schreiben können oder andere Themen bearbeiten können, das klassische Tagesgeschäft, wie wir das hier immer nennen im Haus, dass das auch noch bearbeitet werden kann und dieser Teams-Marathon nicht so extrem wird. Bei uns war es zum Beispiel so, wir arbeiten ja sehr intensiv mit unserer Lösung, dass der Chef zu mir kommt und sagt, Margarete, du hast wenig telefoniert. Was heißt wenig? In meinem Fall habe ich zwischen 40 und 60 Telefonate am Tag, wenn ich nicht in Calls bin. Wenn ich keine Konferenzen, Präsentationen, so wie heute mit Innovafon habe, telefoniere ich relativ viel. Plus, dass man auch sieht, ich schreibe relativ viele Angebote selber, um die Kollegen im Innendienst da auch ein bisschen zu entlasten oder bereite die Angebote vor. Naja, dann kommt der Chef und sagt, was war da bei dir heute los? 12 Calls, das ist wenig. Ja, Stand heute musste ich immer sagen, guck doch bitte in meinen Kalender. Ich hatte 5 Konferenzen und Präsentationen drin von jener Stunde. Kann ich nicht mehr telefonieren. Ne? Also zum einen auch da wieder Prozessoptimierung, auch zu gucken, wie sind die Mitarbeiter in den Konferenzen verfügbar und wie können wir da Entlastung schaffen im Haus. Besonders toll für hybride Systeme, sprich man hat ja die Telefonanlage, wo man die Auswertungen machen kann, plus dass man diese Auswertungen, Analysen hinzunehmen kann. Das sollte dieses Jahr noch zur Verfügung stehen. Sollte relativ zeitnah zur Verfügung stehen für Sie als Partner und für unsere Kunden. Lizenzierung, Bestellmöglichkeiten. Man kann das System mieten. Es ist nicht notwendig, alle User, die sich auf der Anlage befinden, zu lizenzieren, sondern ich kann in 10er-Päckchen, also wenn ich 7 User habe, die ich auswerten will, brauche ich ein 10er-Päckchen, bei 15 brauche ich ein 20er-Päckchen etc., die kann ich mieten. Mindestmietdauer ist 1 Jahr. Kaufen kann ich die auch in 10er-Schritten. Plus Software Assurance, die jährlich auch vorschüssig jährlich abgerechnet wird. Sprechen Sie, als wenn ich Sie als Endkunde anspreche, sprechen Sie Ihren Partner an, der für Ihre Telefonanlage zuständig ist oder eben die Distribution. Da bekommen Sie dann entsprechende Angebote. Es wird Sie nicht aus den Latschen hauen. Wir sind Schwaben. Das ist angepasst so, dass es sich für Sie auf jeden Fall rentiert. Fragen Sie sich immer wieder, was kostet ein verlorener Call? Und wenn ich feststelle, ich habe 30-40% verlorene Calls und ich kann auch noch was dagegen tun, indem ich Prozesse verändere, das Call-Routing anpasse, so dass ich meine Gedanken, wie will ich es haben, auch umsetzen lassen,
hat sich das relativ schnell wieder gegengerechnet. Gemeinsam mit Innovafon machen wir Ihre Kommunikation sichtbar.